Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Fragda und das ist mein üblicher Vorspann bei Spielen, die eben USK 18 sind in Deutschland oder sogar indiziert. Hier handelt es sich um Dishonored, die Maske des Zorns. Das ist nicht indiziert worden, das ist aber USK 18. Und damit in Deutschland nicht freigegeben für eben Kinder und Jugendliche, die noch nicht das 18. Lebensjahr erfolgreich vollendet haben. Und demnach weise ich auch hier darauf hin, das Video dürfte dann eigentlich auch nicht so wirklich für die unter 18-Jährigen sein. Und ja, damit habe ich, glaube ich, meine Pflichten schuldig getan. Und allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß bei Dishonored, die Maske des Zorns. Bis bald. Tschüss. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Fragda und ich bin in Dishonored. Und, okay. Ich habe in der letzten Folge dann die Kanalisation erreicht und wie versprochen eine circa eine Meile breite, also eine deutsche Meile breite Spur Blut hinter mir zurückgelassen. Und damit das gar nicht erfüllt, was dieses Stealth-Spiel ja eigentlich anstrebt, sodass man möglichst unblutig da durchrutscht. Na, gucken wir uns mal um. Und ich bin ziemlich gerade begeistert von dem Wasser. Sieht echt gut aus. Dafür, dass das ja angeblich so schon die veraltete Technologie ist, weil für alte Konsolen und bla. Ach, das ist immer ein Geschwätz. Hauptsache, das Spiel ist gut von der Atmosphäre und von zum Handling und die Grafik. Hallo, denk mal an Minecraft. wer hat denn da nach Grafik gebrüllt? Ne? Ja gut, ich schon so ein bisschen, weil da ging es echt nicht. Ja, ich werde euch noch so viele coole alte Spiele zeigen, wo garantiert das Wasser nicht so aussieht. Und da wird ja. Gut, spielen wir einfach mal weiter. Fällt mal auf, wo sind denn meine Waffen? Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schätze ich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Bond Street Gang. Pass auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Finde ich das jetzt krass oder finde ich das krass? Da bin ich ja froh, dass ich da nicht reingelaufen bin. Ah, das war aber mal hier. Ah, ich hatte das. Immer noch die Scheiße. Belegung, das finde ich so dümmlich.
wollte ich schon immer mal eine Kanalisation schwimmen. Also das war jetzt ironisch gemacht. Ja, weil einer denkt, hör, der Monkey ist ja cool. Ja. Oh. Okay. Okay, diese Seuche, die geht lustig weiter. Ich habe zwar nicht ganz gerafft, für was er das ganze Essen braucht, aber wow, warum nicht, gell? Soll er mal was futtern? Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ach, deshalb sind die Ratten so gut drauf. Die gewöhnen sich dran, gerade viel Mensch zu futtern. Gut, jetzt nicht, dass Ratten ansonsten irgendwie Probleme hätten, Mensch zu essen. Also, ja. Aber dass sie halt so angreifen. Futter hingeworfen. Da drüben liegt's. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Hm, hab ich gerade nicht ganz. Ich guck mich mal kurz um. Ich würde ja an den Dingen da hochklettern und nicht an den an der Kette. Aber okay, probieren wir es mal.
Ja, der Junge ist echt schmerzfrei, oder? Der stopft sich echt alles in den Hals. Okay. Na, hallo, wir sind wieder im Geschäft. Also ich finde mit den Tastenbelegungen finde ich es eindeutig praktischer als mit der Maus, mit dem Mausrad nicht durchzuscrollen. Okay. Wo ist da das Inventar? Ah, okay. Sollst du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen? Okay. Thank you.
kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. Mal gucken. Ich tendiere ja natürlich zu der Blutspur. Ist vermutlich auch einer. Komm manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Ich wundere mich, wie tief es ist. Ich kann den Grund nicht sehen. Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Und nur Wind oder sowas. Okay, das war jetzt auch irgendwie nicht und naja, ich bleib meinem Ziel treu offensichtlich. Na gut, ich hätte von einer Seite auch durchtauchen können offensichtlich. Was zum... Ja, dann gehen wir mal die Beute nicht zu. Ich frag mich ehrlich, wo ich den Whisky finden kann. Der ist ja in der Botschaft wegen dem Tresor. Ich hatte gedacht, vielleicht im Wasser, aber da war jetzt nichts.
Achtung, Bürger von Nanwor! Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere... Hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Okay, wir sind erfolgreich aus dem Knast geflohen. Würde ich sagen, mache ich hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ich habe keine... Na gut, gab wahrscheinlich eh keine zu finden. Ach, ich habe relativ wenig Münzen gefunden. Ach ja, der Tresor. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Hätte ich vielleicht ein bisschen genauer gucken müssen. Allgemeiner Chaosfaktor. Das hätte jetzt wahrscheinlich Bonus gegeben oder so. Ja, egal. Wie gesagt, ich mache das so. In der klassischen Monty-Style. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.